Hallo, ich bin's wieder, euer Tode, zum neuen Video von Notruf 112 der Feuerwehrsimulation. Heute ein Video der besonderen Art, denn wir werden nicht ganz normal Einsätze fahren. Ich werde euch das LF24 vorstellen und ein bisschen erklären, was das Fahrzeug so genau tut und was da alles drin verbaut ist. Wir gehen mal eben runter und stellen uns auf nicht einsatzbereit. Laut dem aktuellsten Update sollte das auch jetzt funktionieren, das heißt, wir kriegen keinen Einsatz rein. Mal schauen, ob es funktioniert. Aber nur noch ein schattiges Plätzchen, wo wir das Fahrzeug ein bisschen ausbreiten können. Ich glaube, da ist der Hof ganz geeignet für. Das Tor auf. Und losfahren. Auf den Hof und dann werden wir das Fahrzeug mal unter die Lupe nehmen. Hier im sonnigen Bereich der Wache. Alles an. Ich würde sagen, wir können aussteigen. Motor lassen wir laufen. Atemschutz ziehen wir aus. Dafür den Helm an und die Handschuhe, genau. Und dann gucken wir erstmal hier ins Führerhaus. Das sieht so aus hier, Lenkrad, Sprechgerät hier in der Mitte. Also um dann draußen über die Lautsprecher was zu sprechen. Da oben geht es blau dann aus, Radio, Funk und so. Da sind noch zwei Funkgeräte. Ne, ein Funkgerät und ein Statusmelder. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also wenn man hinten einsteigt. Ach, schaut mal hier. Hab ich gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Also. Aerosoft. Steht auf den Hupen drauf. War mir gar nicht bekannt. Und hier ist der hintere Bereich. Mit Atemschutz. Ausrüstungssitzen. Das heißt, man kann die während der Fahrt direkt anziehen, die Atemschutzgeräte. Spart sehr viel Zeit. Man muss sie nicht erst dann, wenn man da ist. Und schon dann das Feuer schon bekämpfen könnte, erst anziehen. Ja, genau. Hier im Gerätefach 1 haben wir einmal hier, wenn man es ausklappt, Scheinwerfer. Die Licht erzeugen, auch wenn sie nicht verkabelt sind. Coolerweise, ganz praktisch. Ein Stativ, um eigentlich das Licht da drauf zu stellen, aber das klappt noch nicht. Das kann man nur beiseite legen und noch nicht kombinieren. Dann die Feuerwehraxt. Ich werde nicht alles rauslegen, jetzt aber so mal ein bisschen. Noch die andere Axt zum Vergleich daneben legen. Ne, so rum dann. Ihr seht hier, Feuerwehraxt hat nicht diese Spitze da. Sondern hier kann man auch zum Aufbrechen benutzen, wenn man es jetzt falsch rum benutzt. Dann kann man da heftig gegen die Tür schlagen und hat dann nicht so ein spitzes Ding noch. Bisschen massiver gebaut. Und eben für die Feuerwehrzwecke angepasst und nicht für Holzarbeiten unbedingt geeignet. Ja, hier noch ein bisschen die Weitwarnblitzleuchten und Verkehrsleitkegel. Da hinten den Bolzenschneider, damit kann man dann eben, wie hier steht, auch Gegner aus Metall zerteilen wie eine große Gartenschere. Nur eben für Metall geeignet. Das Helligan-Tool ist da, um Autotüren aufzubrechen, um dann danach mit dem Spreizer, den wir dann in Gerätefach 2 sehen, und damit dann in den Schlitz zu kommen, um dann das Auto auszuschneiden. Kann man hier mal sehen. Das ist der Spreizer. Und dann gibt es noch die Schere. Spreizer spreizt und Schere schneidet durch. Genau, also wie ein starker Bolzenschneider quasi. Nur eben viel kräftiger und auch viel gefährlicher. Wenn man da Finger reinklemmt, dann ist da nicht mehr viel übrig. So, hier haben wir sonst nichts mehr außer dem Besen, der dahinter sich befindet. Oh ne, ich sehe noch hier Seitenschneider kann und um die Batterie kann man da damit durchtrennen bei brennenden Fahrzeugen. Hier Schaumittelkanister, den man dann hier anschließen kann. Und Schlauch, Rettungszylinder, da kann man dann Dinge aufhalten. Oder
größere Dinge aufpressen quasi, wenn dann hier der Bereich dieses Geräts zu klein wird. Ein Besen noch, um Ölspuren aufzuwischen, nachdem man sie mit Ölbindemittel, welches sich hier befindet, gebunden hat. Das Öl kann man es danach wieder hier mit wegfegen. Genau. Und das war Gerätefach 4 übrigens. Man zählt links hinterm Fahrer 1, dann rechts bei Fahrer 2 und dann immer so abwechselnd 3, 4, 5, 6. Hier ist hier und die 7 befindet sich hier hinten. So, weiter hier ist das Schnellangriffsrohr. Sprüht Wasser. Eben zur schnellen Verwendung geeignet. Direkt angeschlossenes Strahlrohr. Muss man sich nicht viel drum kümmern. Wir haben hier noch, wenn man das rauszieht, Mittelschaumrohr, Drucksprühgerät. Ist ein bisschen wie ein Feuerlöscher, aber hat doch ein paar andere Funktionen. Mittelschaumrohr eben, um dann hier mit dem Schaum zu arbeiten. Oder man nimmt direkt hier die Schaumausgabe aus dem Fahrzeug, weil das Fahrzeug, soweit ich weiß, auch Schaum geladen hat. Ja, sollte es. Und dann hier oben noch zwei B-Schläuche. Hier unten ein Verteiler und noch ein B-Schlauch. Und hier zwei Feuerlöscher, einmal Kohlenstoffdioxid und einmal ABC-Pulverlöscher. Genau, hier ist dann ein Zumischer, um dann eben den Schaum da auch zuzumischen. Hier gibt es ja dieses Schaummittel. Das kann man da dann mit dem Wasser quasi verbinden und dann schäumt es auch wirklich. Wenn es dann aus dem Mittelschaum rauskommt, noch ein Sammelstück. Und das wird verwendet, um zwei Leitungen zu einer zusammenzuführen zum Beispiel. Das heißt, hier kommt Wasser rein. Hier kommt Wasser rein und dann geht es hier dann gebündelt raus und hat dann eben mehr Druck auf der Leitung. Hier links sieht man dann noch, kann man da Hände waschen? Ja, kann man Hände waschen. Ist ja lustig. Also hier einmal Seifenspender und noch Handtücher. Alles klar. Hier eben einmal mit Löschmittel, also Schaum und einmal ohne Schaum ganz normal Wasser. Wenn man die Schlauchaspeln hier etwas entfernt, können wir gleich mal das Licht aufbauen, dass wir besser sehen. Nee, so nicht. Der Lichtmast hier. Und das Taste X geht das Licht an und mit Z fährt er ein oder aus. So. Alles klar. Lichtmast hat auch Blaulicht oben drauf. Um dann noch bei der Einsatzfahrt besser gesehen zu werden. Schlauchtragekörper sind geeignet, um in einem Gebäude die Treppen hochzulaufen mit dem Schlauchtragekorb und nicht den Schlauch durchs Treppenhaus zu schleifen. Warum kann ich gerade nicht die Innenansicht wechseln? Jetzt tut's wieder. Komisch. Dann haben wir hier noch ganz viele C-Schläuche. Die werden verwendet, um dann direkt das Strahlrohr meistens anzuschließen. Hier noch eine Axt. Und hier ein Schwerschaumrohr. Das hat andere Eigenschaften wie das Mittelschaumrohr, und zwar ist der Schaum schwerer, wird aber nicht so oft verwendet, also der Schaum ist dann kräftiger, aber das Mittelschaumrohr wird eher verwendet, um so große Flächen zu besprühen. Genau. Es gibt immer weniger Feuerwehren, die Löschschaum verwenden, es gibt dann so ein spezielles anderes Mittel, das nicht so umweltschädlich ist, oder es wird eben versucht, auf Wasser auszuweichen, und da das eben, wie gesagt, für die Umwelt, wenn es in die Kanalisation kommt, sehr gefährden sein kann oder ist. Ein HD-Strahlrohr ist ein sehr kräftiges Strahlrohr, wo man sehr viel rausspritzen kann und auch deshalb zu zweit heben kann. Weil hier noch ein Griff dann ist und das Wasser kommt von unten, wird dann zugeleitet hier in dieses Strahlrohr. Wenn ich irgendwas falsch erkläre, ich bin eine Jugendfeuerwehr, ich bin mal die Ausbildungsgruppe, wenn ich irgendwas falsch erkläre, trotz alledem, schreibt es bitte in die Kommentare, dass ich hier nicht irgendwelche falsche Informationen verbreite, aber soweit ich das erkläre, sollte es passen. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwas falsch erkläre, schreib bitte einen Kommentar unter das Video. Ein Hohlstrahlrohr ist dazu da, ist eigentlich auch ein Strahlrohr. Man kann aber allerdings mehr regulieren, wie viel Wasser rauskommen soll, indem man den Riegel hier weiter vorschiebt. Diesen Griff quasi, da kann man so das Wasser regulieren als beim normalen Strahlrohr. Genau, dann hier noch ein anderes HD-Strahlrohr und ein C-Strahlrohr. Hier kann man den Griff umlegen. Wenn es nach oben ist, ist es Vollstrahl. Ne, vorne ist Sprühstrahl, also das Wasser geht so in alle Richtungen ein bisschen weg.
Und bei Vollstrahl, wenn man es nach hinten zieht, ist halt mehr so ein spitzer Strahl, um dann weiter Entfernungen überwinden zu können. Hier unten noch ein B-Schlauch und hier auch die gleichen Sachen wie auf der anderen Seite, um dann Wasser oder Schaumwasser rauszubekommen. Also, wenn man hier anschließt an diesen mit Schaum, muss man diesen Zumischer nicht extra noch hinbauen. Das spart eine Menge Zeit. Dann geht alles schneller. Die Pumpe hier kann ich nicht allzu viel zu sagen, als man da auch sehen kann. Da bin ich jetzt nicht der Profi drin. Und ich kann wieder nicht in die Innenansicht wechseln. Das ist sehr cool. Moment. Sorry. Jetzt. Hier haben wir gar nichts. Doch ein Atemschutzgerät. Man kann es einfach aufziehen mit der Taste. Ups. Irgendeine Taste war es. Ich weiß gerade gar nicht welche, weil ich habe es hier auf meinem Lenkrad mit der mit dem Knopf. Genau. Aber man kann hier das Atemschutzgerät auch dann anziehen, um es realistischer wirken zu lassen. Gerätefach kann man auch rausziehen, dann sieht man das ein bisschen. Wow. Das war jetzt aber abgespaced. Kann man das auch reinfahren wieder, das Gerät? Das war ganz cool. Ja, genau so. Aber das ist eine coole Animation, wenn es dann so rausfährt. Zack, zack. Genau, zwei Atemschutzgeräte kann man sich hinstellen, rückwärts. Und dann das Ding anziehen. Hier haben wir Kabelrolle. Und noch eine Kabelrolle. Mehrfachsteckdose. War ein Dreieck. Hier ein Beil, das kann man aber nicht benutzen. Oder einen großen Hammer. Ne, Beil ist das nicht, ein großer Hammer. Hier unten eine Kette, wie es aussieht. Und das weiß ich auch nicht, was das darstellen soll. Genau, auf dem Dach noch eine Leiter. Die kann man aber nicht runterholen. Noch nicht. Einmal einen Steckleiter und einen Schiebleiter. Und noch ein paar Besen und so. Schaufeln da oben drin in diesen Fächern. Einer klettert immer hoch und gibt das dann runter, den Kollegen. Hier über die Leiter. Aber das geht noch nicht. Ja, ich würde sagen, das war jetzt 12 Minuten Intensivkurs Feuerwehr. Wie gesagt, bei Fehlern schreibt gerne einen Kommentar und korrigiert mich. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Oder ein Like da lassen, dann sehe ich das auch direkt. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wenn ihr wollt, dass ich die Drehleiter mal erkläre oder das ELB, dann schreibt das bitte auch in die Kommentare. Und dann werde ich dazu auch Videos machen. Genau. Ach, hier habe ich etwas Wichtiges vergessen. Und zwar die Schlauchhaspel. Und zwar kann man damit halt, ist viel mehr Schlauch aufgewickelt. Das ist ein B-Schlauch. Genau, ein B-Schlauch. Und dann zum Trend das zu ziehen und von da dann auszurollen. Und dass man da nicht so viele Schläuche ausrollen muss. Genau, hat auch einen Standräucher drauf. Das wird dann in den Unterflügeltrand gesteckt. Das sind dann diese Gullideckel, die man immer sieht. Es gibt einmal die hier. Die hat es aber, glaube ich, nur in Baden in Württemberg. Und dann gibt es noch die badischen. Das sind die kleinen. Die gibt es hier gerade gar nicht. Oder sind das die badischen? Oder die anderen sind die württembergischen. Es gibt noch so kleine. So ovale. Und da werden die dann reingesteckt hier. Genau. Dann war es das für ein Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, Like da. Oder schreibt einen Kommentar, was euch denn gefallen hat. Dann weiß ich, was ich öfter machen soll, dass es euch gefällt. Bis dahin. Tschüss.